Weiter geht es mit dem siebten Teil des Let's Build Slimefarm. Beim sechsten Teil ist jetzt ein Skelett runtergefallen. Das kann man hier immer noch dieses Klickern. Ich brauche neue Spitzhacken. Na, hier habe ich noch. Das Sticks, aber nicht zu viele. Und wieder vier weitere. Vier Spitzhacken. Stock und Kohle fackeln. Oder erstmal den ganzen Steinkram wieder wegpacken. Und jetzt wieder ein bisschen Eisen rein. Wahrscheinlich überall auf dem Ofen drauf ist das Skelett. Das ist meine Vermutung. Einen Baum wollte ich jetzt erstmal hier nach hinten pflanzbar machen. Damit grabe ich jetzt hier wieder Eisen frei. Wo ich vielleicht später noch... Und da ist wieder Kohle da oben. Ein Block noch. Natürlich jetzt die ganze Zeit ist es natürlich nicht hörbar. Weil es nämlich tagsüber wird und dann kann ich den Ofen abbauen und wieder hinsetzen. Das Skelett dann anfängt zu brennen, das dürfte jetzt gleich anfangen. Noch ein Setzling hin. Noch immer keine Slimes, aber ich kann jetzt anfangen hier zu graben. Fängt an zu brennen, das ist ziemlich stark geworden. Und es ist umgekommen. Eisen ist fertig. Wir müssen direkt wieder zubauen. Da habe ich nämlich nur ein Skelett. Halt drauf. Ah, ein Schwertergeist. Ich glaube, da ist schon wieder 6 Eisenerben. Können wir das Eisen braten? Baumfahne produziert immer noch viel. Jetzt ist die Truhe schon fast voll. Muss ich bald eine neue Truhe machen. Ich würde sagen, wenn die Zeit schon fertig ist, werde ich sie auf den Daumen freigeben. Und aber hier ein Set Spawn machen, indem ich das mit dem Bett mache. Weil Wolle habe ich ja sowieso ein bisschen was mitgenommen. Und diese Koppels waren auch, weil der Erz vorkommen war, die ich ausgegraben habe und wieder zugebaut habe. Und jetzt ist das hier nur noch eine Lockschicht. Aber da habe ich aufgehört zu graben. Also ist erstmal dieses frei. Könnte ich hier die Fackeln eigentlich schon hinsetzen. Und hier werde ich erstmal das größte Risiko des Monsters spawnen. Oben hat das Eisen anscheinend jetzt fertig. Und die erste Spitzhacke schon wieder hin. Relativ schnell hin. Ich werde erstmal hier aufhören und hier mich um die Beleuchtung kümmern. Hier ist nämlich ein Lichtlevel von 5, dann könnten wir die Monster spawnen. Ich muss jetzt mal entgegenwirken hier. Fackeln hier hin. Kriege ich hier auch noch. Zack, 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 das ist natürlich ein ordentlicher Fackelverbrauch.
So groß ist dieses 3 Chunks große Gebiet.
Kacke, dann kann ich mich ganz genau.